Hey Leute, willkommen zurück. Ich bin Mia und ich begrüße euch heute zum dritten Teil der Workout-Serie. Heute wieder eine Koordinationsübung. Was wir dafür brauchen, ist diesmal kein Ball, sondern ein sogenanntes Viereck, das ihr bekleben könnt wieder mit Klebeband oder euch hinlegen könnt mit einem Seil, was ihr dazu braucht und wollt. Okay, seid ihr bereit? Lasst uns anfangen. Okay, bei unserer ersten Übung machen wir kleine, schnelle Tippeschritte im Kästchen. Okay, wir fangen an. Versuchen immer schneller zu werden. Weiter, weiter, weiter. Durchziehen, kommt. Okay, geschafft. Erste Übung. Okay, bei der zweiten Übung gehen wir ins Kästchen, dann nach vorne, dann ins Kästchen zurück, wieder ins Kästchen, rechts, links und das Ganze wiederholen wir. Also rein, vor, rein, zurück, rein, links, rein, rechts, rein, zurück, rein, vor, rein, zurück, rein, links. Und das wiederholen wir die ganze Zeit. Super! Bei der dritten Übung machen wir im Prinzip das gleiche, bloß mit Springen. So rein, vor, rein, zurück, rein, links, rein, rechts. Und versuchen schön im Rhythmus zu bleiben. Sehr gut. Bei der nächsten Übung benötigen wir nur die Seitwärtsübungen. Wir haben zwei Schritte im Kästchen, dann drei draußen, zwei wieder drinnen und drei auf der anderen Seite. Und das so schnell wie möglich. Wir fangen erstmal an, kontrolliert. Und wenn wir das haben, geht es immer schneller. So, gut. Wenn wir das haben, nehmen wir uns die Diagonale vor und machen im Prinzip das Gleiche. Das heißt, zwei drinnen, drei draußen. Zwei drinnen, drei draußen. Erstmal kontrolliert und dann versuchen, immer schneller zu werden. Pause. Die Übung bleibt, bloß machen wir dasselbe jetzt in die andere Richtung. Was wichtig ist, dass der Oberkörper immer nach vorne guckt. Das heißt, wieder drinnen, draußen. Und dann bei immer schneller werden. Bei der nächsten Übung nutzen wir die Vorwärtsbewegung und immer wenn wir in der Mitte sind, machen wir einen Grätsprung. Das heißt, rein ins Kästchen, Grätsprung, nach vorne. Und wenn wir vorne angekommen sind, das gleiche rückwärts. Rein, Grätsprung, rein, rückwärts. Und das Ganze am Stück. Erstmal kontrolliert und wenn ihr es dann habt, versuchen schneller zu werden. Sehr gut. Bei der nächsten Übung fangen wir an, ins Feld zu springen, dann nach rechts zu springen und mit dem inneren Bein
zu stehen. Das heißt mit dem linken Bein. Dann in die Mitte und das gleiche auf der anderen Seite mit dem rechten Bein. Und wieder rein. Und dann ganz normal nach vorne und zurück. Und dasselbe wiederholen wir die ganze Zeit. Also innen, innen, vor, zurück. Und das versuchen wir immer schneller zu machen. Letztes Mal. Super. Bei der nächsten Übung bewegen wir uns wieder seitlich und es geht wie folgt. Wir fangen mit dem linken Fuß an. Das linke Fuß setzt in das Feld, das rechte geht außerhalb des Feldes. Das linke zieht nach. Und dasselbe mit der anderen Seite. Rechts überkreuzt, links geht raus, rechts zieht nach. Und das versuchen wir erstmal koordinativ gut zu machen. Und wenn ihr dann den Dreh raus habt, immer schneller werden. Ja, jetzt habe ich mich vertippt. Nee, warte. Immer schön auf Kontrolle arbeiten. Sehr gut. Bei der nächsten Übung fangen wir mit dem linken Bein im Kästchen an. Jetzt kommen wir zu Schlusssprüngen. Und als erstes machen wir eine vierte Drehung nach links. Das heißt, wir drehen uns nach links. Das rechte Bein bleibt außerhalb des Kästchens. Dann springen wir nach links mit dem rechten Bein im Kästchen. Das heißt so. Danach machen wir eine vierte Drehung nach rechts, das rechte Bein bleibt im Kästchen und dann wieder nach rechts. Und so fängt sie von vorne an. Erstmal kontrolliert und dann, wenn ihr es habt, schneller. Weitermachen, durchziehen, hoppa, letztes Mal, sehr gut. Bei der nächsten Übung bewegen wir uns wieder seitlich und diesmal mit Seitwärtsschritten. Und immer ein Fuß ist draußen. Das heißt, ich fange nach links an, ziehe das rechte Bein raus, das linke ist draußen. Und mit der linken Hand berühren wir jetzt die Linie und das Ganze auf der anderen Seite. Mit rechts berühren, mit links berühren. Und das Ganze immer schneller werden lassen. Kommt, weiter durchziehen. Weiter, weiter, weiter. Sehr gut. Bei der nächsten Übung stellen wir es auf ein Bein, am besten auf das rechte Bein, aber außerhalb des Kästchens. Und dann versuchen wir mit einem Bein über das Kästchen seitlich zu springen und versuchen auf dem linken Bein zu landen. Währenddessen klatschen wir in die Hand und bevor wir landen, müssen wir mit der linken Hand wieder den linken Oberschenkel berühren. Das heißt so. Und das Ganze auf die rechte Seite. Und immer außerhalb des Kästchens. Schön kontrolliert und wenn ihr das habt, am besten schneller. Sehr gut. Ich brauche kurze Pause. Boah. So, zwischenzeitlich, weil es ja auch ziemlich anstrengend ist, dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen, erstmal eine kleine Trinkpause zu machen.
und weiter geht's. Wir starten mit der nächsten Übung. Da befinden wir uns als erstes innerhalb des Kästchens und bewegen uns jeweils rechts, links, raus und wieder rein. Das heißt, raus, rein, raus, rein. Erst koordinativ sich einrichten und dann versuchen, immer schneller zu werden. So, und wenn wir das haben, versuchen mit dem anderen Bein rauszugehen. Einfach nur die Seite wechseln. Tempo halten. Sehr gut. Okay, bei der nächsten Übung arbeiten wir mit einem Bein im Kästchen und das andere dahinter und mit Wechselsprüngen. Das heißt, raus, rein, gleichzeitig. Und das erst langsam machen und dann immer steigern das Tempo. Weitermachen, weitermachen. Sehr gut. Bei der nächsten Übung beginnen wir mit dem rechten Bein im Feld und machen Tippelschritte. Und immer wenn ich klatsche, machen wir eine Vierteldrehung um das Kästchen. Und wenn wir eine ganze Drehung haben, gehen wir in die andere Richtung. Also, wir starten mit Tippelschritte. Schön hohe Wechsel. Wechsel. Frequenz hochhalten. Wechsel. Durchziehen. Wechsel. Wenn wir das haben, gehen wir auf die andere Seite. Das heißt, mit dem linken Bein im Feld. Wir starten mit Tippelschritte. Klatschen. Wechsel. Weiter, weiter, weiter. Wechsel. Wechsel. Kommt, einmal noch durchziehen. Wechsel. Sehr gut gemacht. Okay, bei der nächsten Übung starten wir wieder mit beiden Beinen im Kästchen. Und wir behalten die Tippelschritte bei. Wenn ich klatsche, springen wir einmal nach vorne und wieder zurück ins Feld. Und dann wieder tippen, tippen, tippen. Und wenn ich klatsche, dann nach hinten und wieder vor. Und dann, das Prinzip bleibt und wir ziehen richtig durch. Das heißt, wir fangen jetzt an. Komm, hopp. Tippeln. Klatschen vor. Trippeln weiter. Durchziehen, durchziehen. Komm, Power, Power, Power. Komm, durchziehen, durchziehen, durchziehen. Hoppa, hoppa! Sehr gut. Bei der nächsten Übung drehe ich mich nur für euch, damit es für euch anschaulicher ist. Wir fangen im Feld an und wir bleiben bei Tippelschritten. Das heißt, wir gehen wieder vor, ins Feld vor. Und wenn wir im Feld drinnen sind, springen wir einmal, also eine halbe Drehung, und das Ganze machen wir wieder. Und dann, wenn wir wieder drin sind, halbe Drehung. Und das erstmal ausprobieren. Und wenn wir das haben, versuchen ein bisschen schneller zu machen. Sehr gut. Drehwurm. Okay, bei der nächsten Übung starten wir wieder im Kästchen und machen eine Art V. Das heißt, mit dem rechten Bein gehen wir diagonal raus, das linke Bein geht auch diagonal raus. Und dann ziehen wir wieder beide Füße ins Kästchen. Und das halt die ganze Zeit. Erstmal kontrolliert. Und dann, wenn ihr den Rhythmus habt, versuchen schneller zu werden. Kommt schneller, durchziehen. Weiter, weiter, weiter. Sehr gut. Bei der vorletzten Übung fangen wir wieder im Kästchen an. Wir springen mit dem rechten Bein nach vorne
Komm zurück mit beiden Beinen, mit dem linken Fuß nach hinten. Wieder mit beiden Beinen landen. Und dann Schlusssprünge rechts, links. Und das gleiche wieder. Wenn wir das haben, etwas schneller. Eine Runde noch. So, wenn wir das haben, machen wir das Ganze auf der anderen Seite. Das heißt, mit links raus, zurück und mit rechts zurück. Also, links vor, zurück, rechts zurück. Und wenn wir das haben, etwas schneller. So, wir kommen zur allerletzten Übung. Und bei der allerletzten Übung will ich, dass wir jetzt noch mal richtig durchpowern. Wir gehen wieder im Feld und ganz normale Seitwärtsschritte mit einem Bein raus. Das heißt, wir tippen drinnen, raus, raus, raus. Und es ist ganz wichtig, versuchen nicht auf die Linien zu treten, sondern immer schön in und außerhalb des Kästchens treten. Erstmal kontrolliert und dann Power. Durchziehen, durchziehen, durchziehen. Okay. Gut. Also Leute, danke fürs Mitmachen. Ich bin ganz schön ins Schwitzen gekommen. Ich hoffe, ihr auch. Das war's mit unserem dritten Workout. Folgt uns einfach überall. Facebook, Instagram. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke fürs Mitmachen. Eure Mia. Ah! Und weil ihr so gut durchgehalten habt, haben wir jetzt noch ein paar Fails für euch. Und die nächste. Oh, sorry, das ist so warm, ey. Wie nennt man das andere nochmal? Wie nennt man. Ach so. Ist es schlimm, wenn es nicht. Ach so, okay. Handrücken, Handfläche. Okay. Also. Als nächstes. Nee. Wo ihr euch euer. Nee, okay, nochmal. Okay. Eigentlich bin ich gar nicht so ein Tollpatsch, aber. Ich glaube, es ist. Puh. Aha! Pritschen, baggern, Knie, ne? Oh. Warum gehe ich jetzt mit einer Arm hin? Oh, ich brauche mal ganz kurz eine Schattenpause. Oh, meine Birne ist so warm. Das war jetzt nicht so gut. Die letzten beiden Übungen kombinieren wir zusammen, indem wir. Ah, was laber ich eigentlich? Ah! Oh nee, come on. Ah, Mann! Ah, scheiße! Ah! Ah! Okay, reicht es so oder so? Okay. Ah! Hey Leute, ich bin's wieder, eure Mia. Heute. Ach, Mann, nein, nochmal! Ja. Ja. Scheiße, ich weiß, was du meinst, aber ich krieg's gerade nicht hin. Ah, Gott. Das hast du hinbekommen. Hm. Krank. Ah, komm jetzt hinter. Bei der nächsten Übung nutzen wir wieder die zwei Bereiche hinten. Wir setzen drei Tipps auf die linke Seite und eins auf die rechte Seite. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ja, nein, ich kann das nicht erklären und dann machen. Oh Mann! Oh, ist anstrengend, ey. Wieder mit auf Folgt uns bei Dingsda Bumsda.